Herzlich willkommen zum Bewerberportal des Karlsruher Instituts für Technologie. Dieses Video wendet sich an Bewerberinnen und Bewerber, die sich für einen Lehramtsstudiengang mit Abschlussziel Bachelor of Education im ersten Fachsemester bewerben möchten. Wenn Sie eine neue Bewerbung anlegen, dann erhalten Sie zunächst eine Auswahlliste mit den Fächern und den Abschlüssen. Dieses Beispiel verwendet die Bewerbung auf den Studiengang Biologie mit Abschlussziel Bachelor Lehramt an Gymnasien. Wählen Sie also zunächst Ihr erstes Fach. Um eine Bewerbung am KIT umzusetzen, müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto einrichten und sich beim KIT registrieren. Für eine Bewerbung geben Sie bitte eine gültige E-Mail-Adresse ein. Noch ein wichtiger Tipp, die E-Mail-Adresse sollte die Gültigkeit behalten und über das gesamte Verfahren zugänglich sein. Nach Eingabe der E-Mail-Adresse und einem Haken bei den Nutzungsbedingungen klicken Sie bitte auf Registrieren. Das System sendet Ihnen jetzt eine E-Mail an Ihr Postfach. Bitte beachten Sie, wenn Sie diese E-Mail nicht innerhalb von 5 Minuten angezeigt bekommen, dann könnte es sein, dass die E-Mail im Spam-Ordner gelandet ist. Übertragen Sie per Copy and Paste den Freischaltcode, vergeben Sie ein Passwort. Und ganz wichtig, notieren Sie sich dieses Passwort extra. Mit dem Klick auf Bewerber aktivieren haben Sie erfolgreich ein Bewerberkonto am KIT angelegt. In dieser Maske geht es um die gewählte Fächerkombination. Das erste Hauptfach, das Sie bereits gewählt haben, wird Ihnen angezeigt. Im zweiten Hauptfach können Sie jetzt noch einmal zwischen den angebotenen Studienfachkombinationen wählen. Klicken Sie dabei auf die Auswahlliste. Beachten Sie bitte, dass das Fach NWT nur mit Biologie, Chemie oder Physik kombiniert werden kann. Bitte geben Sie hier Ihre persönlichen Daten ein. Lassen Sie sich nicht verwirren. Die Korrespondenzadresse ist die Adresse, an die Ihnen das KIT spätere Zulassungsbescheide zusendet. Alle Felder mit rotem Stern sind Pflichtfelder. Nun eine Anmerkung zum Nachweis der Krankenversicherung. Bitte machen Sie sich die Mühe und wählen Sie aus der Auswahlliste Ihre Krankenkasse. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Ihre Krankenkasse nicht gelistet ist, lassen Sie das Feld bitte frei. Wenn Sie einer gesetzlichen Krankenkasse angehören, bitte Krankenversicherungsbescheinigung Meldeformular beilegen. Wenn Sie privat versichert sind, bitte Bescheinigung einer gesetzlichen Krankenkasse beilegen, dass Sie vor der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind. Für weitere Fragen steht Ihnen auch hier die Zentrale Studienberatung, das Zentrum für Information und Beratung zur Verfügung. Im nächsten Schritt rufen Sie den Abschnitt Teilfachbewerbungen auf. Hier machen Sie Angaben für die Auswahl in einem der gewählten Fächer. In diesem Fall geht es um das Fach Biologie, das auf der oberen Bildschirmzeile angezeigt wird. Bei den Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung klicken Sie bitte zunächst auf Art der Hochschulzugangsberechtigung. Wahrscheinlich werden Sie eine allgemeine Hochschulreife erworben haben, also wählen Sie das Feld Gymnasium, Klammer auf, AHR aus. Ferner übernehmen Sie sofort die Durchschnittsnote aus Ihrem Abiturzeugnis, wählen Sie dazu die Darstellung 1,7 wie hier im Tutorial und ergänzen, auf welcher Punkteskala, also maximale Punktzahl des Abiturs, Sie dies erworben haben. Weitere statistische Angaben betreffen den Stadtkreis sowie den Staat, in dem Sie das Abitur erworben haben. Kommen wir jetzt zu der Eingabe der Schulfachnoten. Gewünscht ist jeweils die Eingabe des ersten und des zweiten Schulhalbjahres. Für die G8-Abiturienten sind das die Halbjahre 11.1 sowie 11.2. Für die G9-Abiturienten die Halbjahre 12.1 sowie 13.2. Die Bewerber aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz müssen noch einmal umrechnen. Ihnen fehlt das Schuljahr 13.2. Es ist möglich, dass Ihnen ein für die Auswahl einfließende Fachnote fehlt. Zum Beispiel fehlen Ihnen die Ausfallpunkte für ein Fach Physik.
als Bewerber geben Sie bitte alle Punktwerte ein und lassen den Bereich Physik frei. Das System errechnet den Gesamtwert dann mit anderen Quotienten. Das heißt, Sie haben keinen Nachteil. Zeugnisse aus der Waldorfschule haben nur eine Abitur-Gesamtpunktzahl. Bewerber müssen hier nichts eintragen. Im Studierendenservice wird für diesen Bewerberkreis dann viermal die Abiturnote angerechnet. Bewerber, die Zeugnisse aus dem Ausland vorlegen, zum Beispiel von deutschen Schulen im Ausland, benötigen hier auch keine Einträge. Dieses übernimmt der Studierendenservice. Gemäß den jeweiligen Auswahlsatzungen berücksichtigt das KIT bei der Auswahl der Studienbewerber auch außerschulische Leistungen. Sie haben auf der beigefügten Maske die Möglichkeit, Ihre speziellen außerschulischen Leistungen zu erläutern und kenntlich zu machen. Wählen Sie dazu aus der Auswahlliste den entsprechenden Punkt oder kreuzen Sie Sonstiges an und geben eine kurze Erläuterung dazu. Wir haben hier das Beispiel eines Abiturpreises gewählt. Zu den außerschulischen Leistungen können Sie auch sonstige, sportliche, soziale oder andere Aktivitäten ergänzen. Hier haben Sie die eigene Entscheidung. Für den Fall, dass Sie ein freiwilliges soziales Jahr oder einen anderen anerkannten Dienst absolviert haben, ergänzen Sie diesen bitte auch und fügen für alle Fälle entsprechende Dokumente bei, die aber nicht beglaubigt sein müssen. Wenn Sie noch an keiner Universität, Fachhochschule oder dualen Hochschule studiert haben, klicken Sie jetzt einfach auf Weiter. Für Studierende, die ihr vorhergehendes Studium abgebrochen haben, ist dieser Abschnitt sehr wichtig. Bitte folgen Sie noch einmal sehr sorgfältig den Hinweisen. Wichtig ist, dass Sie hier die Fachsemesterzahl sowie die Einschreibungsdaten genau angeben und auch Angaben zu Ihrer früheren Hochschule machen. Waren Sie bereits im Ausland eingeschrieben, so lassen Sie das Feld der Hochschule frei. Achtung, es werden hier keine Schulaufenthalte im Ausland oder kurze Programme wie die Teilnahme an Sommerkursen abgefragt. Zunächst geben Sie an, welchen Studienabschluss Sie angestrebt haben. Unteren Fall unter Abgeschlossen geben Sie an, ob Sie diesen Studienabschluss auch tatsächlich erreicht haben oder ob Sie möglicherweise Ihr Studium früher abgebrochen haben. Sehr wichtig sind die rechtsverbindlichen Angaben, die Sie machen, ob Sie bereits sich einer Hochschulprüfung unterzogen haben oder ob Sie bereits studienbegleitende Prüfungen endgültig nicht bestanden haben, das heißt den Prüfungsanspruch verloren haben. Für den Fall, dass Sie bereits Hochschulprüfungen abgelegt haben, fügen Sie einfach einen Notenauszug bei. Für den Fall, dass Sie den Prüfungsanspruch in Ihrem vorhergehenden Studiengang verloren haben oder dass Sie davon ausgehen können, dass dieser Anspruch verloren ist, nehmen Sie bitte Kontakt mit der Studienberatung auf. Hier ist eine Einzelfallberatung notwendig. Für den Fall, dass Sie noch keiner Berufstätigkeit nachgegangen sind, können Sie hier wieder auf Weiter klicken. Kurzfristige Ferienjobs oder Aushilfstätigkeiten werden hier nicht als Berufstätigkeiten anbetrachtet. Für Studienbewerber, die ihre Berufstätigkeit während des Studiums fortsetzen sollten, ist zu beachten, dass sie sich in jedem Falle beraten lassen sollten. Hier gibt es gesetzliche Einschränkungen. Diese Frage sorgt regelmäßig für Verwirrung. Natürlich müssen deutsche Studienbewerber mit einer Studienberechtigung, die sie in Deutschland erworben haben, keinen Sprachnachweis erbringen. Das gilt auch für die sogenannten Bildungsinländer, also Ausländer, die an einer deutschen Schule ihr Abitur abgelegt haben. Diese Angaben zu den Sonderanträgen betreffen nur einen sehr kleinen Kreis von Bewerbern. Interessant ist diese Seite für Studierende, die vor Studienbeginn einen anerkannten Dienst abgeleistet haben. Informieren Sie sich hier über die bevorzugte Zulassung und die Vorwegauswahl. Es gibt weitere Anträge, wie zum Beispiel den Härtefallantrag,
Anträge auf Nachteilsausgleich oder die Ortsbindung im öffentlichen Interesse. Es würde den Rahmen dieses Videos bei weitem sprengen, würden wir auf einzelne Punkte hier eingehen. Auch hier darf ich Sie an die Studienberatung verweisen. Im Video ist ein Beispiel ausgeführt, das einen Sonderantrag auf Ortsbindung im öffentlichen Interesse betrifft, für den Fall, dass Sie sich als Bewerberin oder Bewerber im Fußball besonders qualifizieren, als ein Beispiel. Im Anschluss an den Abschnitt Sonderanträge gehen Sie über zu dem Gliederungspunkt Angaben überprüfen. Dort wird Ihnen angezeigt, dass Ihre Angaben zunächst unvollständig sind. Es fehlen noch Ihre Angaben für das zweite Fach. Das zweite Fach wird Ihnen in der Maske angezeigt. In diesem Fall ist es die Mathematik, Abschlussziel Bachelor an Gymnasien. Bitte klicken Sie auf diese Zeile. Das Programm springt wieder zurück zur Teilfachbewerbung, diesmal für das Fach Mathematik, das Sie in der oberen Zeile angezeigt finden. Seien Sie bitte nicht verärgert. An diesem Punkt werden Sie erneut aufgefordert, die Angaben zur Hochschulzugangsberechtigung mit den Noten einzugeben. Dies ist leider systemseitig notwendig und wir hoffen, dass wir dieses in den nächsten Jahren verbessern können. An dieser Stelle ist Ihre Geduld gefragt. Bitte gehen Sie noch einmal durch die einzelnen Masken und wiederholen die Angaben, die Sie zum früheren Studium gemacht haben, zu der Berufstätigkeit und zu den Sprachkenntnissen. Einen Unterschied aber sollten Sie machen. Wenn Sie sich zum Beispiel für das Fach Sport beworben haben und Sie haben im Rahmen des außerschulischen Engagements besondere Leistungen, zum Beispiel im Spitzensport, erbracht, dann sollten Sie diese hier noch einmal bezogen auf das Fach nennen. Wenn Sie jetzt an dem Navigationspunkt Angaben überprüft angekommen sind und den grünen Haken sehen, sind alle Ihre Angaben für die jeweiligen Teilfachbewerbungen erfolgt. Jetzt ist es an der Zeit, die Checkliste mit den beizufügenden Unterlagen zu beachten. Um die Bewerbung jetzt zu aktivieren, müssen Sie oben auf dem Pfeil Bewerbung abschicken klicken. Wenn Sie den grünen Haken sehen, ist Ihre Bewerbung elektronisch eingegangen. Sie muss nun im nächsten Schritt ausgedruckt und unterschrieben werden und zusammen mit den erforderlichen Unterlagen, schauen Sie unten auf die Checkliste, fristgerecht postalisch eingereicht werden. Um den Bewerber und die Bewerbung zu unterscheiden, haben wir unten auch nochmal eine Bewerbungsnummer. Es macht Sinn, dass Sie auch diese Nummer notieren. Drucken Sie jetzt die Kontrollansicht aus und ergänzen Sie Ihre Unterschrift. Erst dann wird es rechtsgültig. Natürlich auch einmal kontrollieren Sie nochmal die beizufügenden Unterlagen über die Checkliste. Bitte schicken Sie die kompletten Unterlagen an den KIT-Studierendenservice. In besonderen Fällen ist eine Bewerbung für den Studiengang Lehramt Abschlussziel Staatsexamen möglich. Dieses Tutorial geht auf diese Fälle nicht ein. Hinweise finden Sie in der Informationsbroschüre des Zentrums für Information und Beratung Lehramt Allgemeiner Teil Bachelor und hier im Kapitel 12. Ich hoffe, Ihnen hat das Tutorium ein wenig weitergeholfen, sich für Ihre Bewerbung zu orientieren. Im Übrigen steht Ihnen das Zentrum für Information und Beratung zur Verfügung. Nutzen Sie unser Angebot und nehmen zum Beispiel an dem Workshop Bewerbung und Zulassung kein Stresstest teil, wenn Sie spezielle Fragen oder persönliche Situationen zur Verfügung haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.